Ja, hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen bei diesem Video auf Fridge of Games. Die Kamera ist ein bisschen schief. Naja, ja, bei diesem Video auf Fridge of Games und dieses Video ist ein ganz besonderes, weil es das wohl letzte Video hier auf diesem Kanal sein wird. Das ist schwierig, weil es gerade ziemlich improvisiert ist. Vielleicht, die meisten werden sich vielleicht schon gedacht haben, es kam so lange kein Video mehr. Und ja, davor war es ja auch immer so, dass 1000 Monate Pause war und keine Videos kamen. Und jetzt ist wieder so, vielleicht kommt ja mal noch ein Comeback, dass endlich TKKG 2 zu Ende gemacht wird. Und heute sitze ich hier, um zu sagen, wohl nicht, es wird wohl keine Fortsetzung von Fridge of Games in der Hinsicht geben. Ja, es hat einige Gründe, warum das so ist. Ich habe mit diesem Projekt Fridge of Games angefangen, am 2. Januar 2012 war das. Genau. Und ich habe es gemacht, weil ich Spaß dran hatte, zu spielen und zu quatschen. Aber wie es so ist, man verliert irgendwie die Muße daran, neue Videos zu produzieren. Manchmal gibt es Tage, wo man sich sagt, Mensch, könntest du nicht nochmal ein Comeback irgendwie machen? Und man nimmt das irgendwie so halb in Angriff, aber ja, dann bricht man es doch wieder ab, weil ja, nee, ist doch nicht, das wirst du eh wieder nicht auf die Reihe kriegen. Und ja, so ist es. Ich merke, dass das Kapitel Let's Plays für mich abgeschlossen ist. So, dass auch dieses Kapitel, ja, irgendwie, ich möchte Leute damit erreichen, mit dem, was ich mache. Ich glaube, der Begriff YouTube-Star ist da ein bisschen weit hergeholt, denn außerdem weiß ich auch überhaupt nicht, ob man im heutigen YouTube überhaupt noch YouTube-Star werden möchte. Das ist eine andere Frage. Ist auch ein Punkt, weil ich mich mit YouTube eben nicht mehr identifizieren kann.
zu sagen, ich bin aus YouTube rausgewachsen, ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber ich kann damit einfach auch nicht mehr so viel anfangen. Also nicht, dass ich nicht mehr manche YouTuber noch gerne gucke. Im Gegenteil, ich gucke auch noch Let's Plays und so. Aber andere Sachen sind mir einfach wichtiger geworden in der letzten Zeit. Außerdem dieses Jahr war sowieso so viel los, dass ich überhaupt gar nicht dazu gekommen wäre, den Kanal vernünftig zu betreiben. Einmal habe ich Abi dieses Jahr gemacht, im April und Juni und so. Ja, und dann war dann ganz viel los mit alles anders. Jetzt, ihr seht's, das ist nicht der Hintergrund, den ihr vielleicht kennt von den Let's Plays, wo ich FaceTime wo ich hier mit Kamera gemacht habe, sondern ich bin mittlerweile in einer ganz anderen Wohnung, in einem ganz anderen Städtchen, wo ich vorher war. Ich bin nämlich am Studieren und genau deshalb würde ich auch überhaupt gar nicht die Muße finden, den Kanal weiter so zu betreiben. Aber mir war es jetzt doch nochmal wichtig, obwohl jetzt wieder schon, ich habe gar keine Ahnung, 6, 7 Monate kein Video mehr online kam und das eigentlich schon so totgeschwiegen wurde, habe ich mir gedacht, ein offizieller Abschluss muss jetzt eigentlich noch sein. Das bist du diesen Leuten schuldig. Aber keine Sorge, die Videos, die hier sind, die bleiben auch alle da und die könnt ihr euch so oft angucken, wie ihr möchtet oder solange es das Internet noch gibt. Wenn ihr jetzt aber, pass auf, jetzt kommt das Beste, wenn ihr jetzt aber denkt, hey, der Typ da, der hat irgendwas, da möchte ich irgendwie noch was von sehen, dem empfehle ich mein Zweitkanal, ich setze das jetzt in Anführungszeichen, weil wisst ihr Bescheid, also weil ich da jetzt in Zukunft noch Videos hochladen werde. Und genau, The Flowem heißt der und da, manche kennen ihn vielleicht schon, da lade ich Sachen, wenn ich Zeit gefunden habe, kreative Dinge hoch, beispielsweise Hörspiele, die ich selber produziere oder meine Serie Philo-Fight, wo ich ein bisschen Philosophie für den einfachen Menschen von Welt erkläre, da lade ich solche Sachen hoch. Und zwar dann, wenn es gerade passt, und es kann auch sein, dass 4 Monate da kein Video kommt, aber dann mal wieder eins kommt. Aber wenn er sich denkt, ach ja, das stört in meiner Abo-Box nicht und das könnte mir gefallen, könnt ihr es abonnieren oder auch nicht abonnieren, immer mal reingucken, wenn ihr wollt. Genau, das zweite ist nämlich ein Link, den ich euch in die Beschreibung packe, zu einem Roman, den ich im Moment schreibe. Todsünden unter uns heißt er. Genau, diesen Roman schreibe ich gerade und veröffentliche ich so teilweise auf einer Internetseite. Wenn ihr denkt, ja, könnte ich auch mal lesen, auch da unten in den Kommentaren. Und das war es eigentlich von meiner Stelle. Ich bedanke mich für 3 Jahre, über 3 Jahre sind es jetzt, Treue von Abonnenten und Guckern, die vor allem nochmal in Kindheitsnostalgie schwelgen wollten in Bezug auf die TKKG-Spiele und ganz anderen Krimskrams. Bei denen bedanke ich mich. Und freue mich, dass ich da ein bisschen Nostalgie in deren Leben bringen durfte. Oder ein bisschen Spaß und Freude, wenn ich das erreicht habe. Dann bin ich wirklich glücklich. Und ich sage Tschüss, Adieu und vielleicht bis zum nächsten Mal.